Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute ein Video über ein Thema, was so mit das größte Thema ist, was ich immer wieder im Stream-Chat lese und höre und wo wir auch schon einiges an Infos gegeben haben und auch geholfen haben. Und das sind die Endbosse. Ich hatte ja in meinem Fazitvideo gestern, wenn das nicht gesehen habt, auf jeden Fall nochmal abchecken, gesagt, dass ich finde, dass die Endbosse hier etwas zu schwer sind. Und deswegen heute das Video, wie ihr jeden Endboss schaffen könnt. Weil gerade so ab Leichenbrot ist, glaube ich, der erste Boss, wo sich viele schwer tun, wird es sehr frustig. Vor allen Dingen, weil man dann nicht mehr weiterkommt, in der Story nicht fortschreiten kann, keine stärkeren Waffen bekommen kann und. Und man wirklich an diesem Boss ein wenig verzweifelt. Und das, ja, das versuchen wir heute ein bisschen aufzuklären. Also erstmal, das sollten alle wissen, ist, wenn ihr hier auf den Boss klickt, eine Übersicht, was der Gegner für Attribute macht, also Schaden und wogegen er anfällig ist. Das sind zwei sehr wichtige Faktoren, die ihr auf gar keinen Fall ignorieren solltet. Das wird später auch nochmal wichtiger, aber hier ist so der erste Ansatz, worauf ihr achten solltet. Das heißt hier, empfohlener Widerstand, Kältewiderstand von 1600 und Attributwiderstand von dem Gegner ist der anfällig gegen Feuer. Das bedeutet, ihr solltet auf jeden Fall Feuerschaden machen, das heißt Feuerschaden auf eure Waffe machen. Am besten immer auf die Waffe, die ihr am meisten nutzt. Ich habe hier schon mal vorbereitet. Fügt Feuerangriff hinzu zu eurer Schusswaffe und auf euren Nachfahren solltet ihr Modul haben, das eure Verteidigung gegen Eis erhöht. Ich habe jetzt hier nicht Kälte mit bei. Ich habe hier alle Attribute drin, weil das in meinem Stadion reicht. Aber ihr könntet auch einfach hier Kälte reinnehmen und hättet dann auch was gegen Kälte, Kälteantikörper. 154 ist natürlich nicht viel, deswegen direkt der zweite Top-Tipp. Wenn ihr so weit in der Story seid, und bei der Leichenbraut sollte das auf jeden Fall sein, könnt ihr bei einem NPC eure Module erhöhen durch Kuiper. Kuiper ist das hier. Kuiper-Splitter. Die findet ihr überall in der Welt, durch Missionen und, könnt ihr die farmen. Und die könnt ihr auch ausgeben, um eure Module zu verstärken. Und wenn ihr hier unten zum NPC geht, zum Zillion, dann könnt ihr dort eure Module verbessern. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Sowohl den Antikörper als auch auf der Waffe die Feuerverbesserung zu verbessern. Nicht auf das maximale Level, das ist komplett unnötig, aber zumindest mal die Verteidigung so hoch zu machen, dass ihr, sagen wir mal, auf die 1600 kommt. 1600 ist so Level 5. Kostet 7000 Splitter, ist relativ viel, vielleicht reicht für euch auch schon Rang 4 für 4000, aber darauf könntet ihr dann auf jeden Fall sparen. Ich mache das jetzt hier einmal. Dann habt ihr Kältewiderstand von 1600, beziehungsweise wenn ihr dann auf euren Charakter geht und dann unten links, seht ihr, unten rechts meine ich, auf zur Info geht, dann seht ihr Kältewiderstand 2800 bei mir und das sollte auf jeden Fall reichen. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Der nächste Faktor ist, dass jeder Bossgegner unterschiedliche Angriffe macht und gerade auch die Leichenbraut eine Ult drauf hat, die so einen ganz großen Eisradius hat und wo die Kollegen ganz oft sterben. Deswegen könntet ihr mal versuchen, das Ganze hier auf privaten Abfangeinsatz zu machen und alleine gegen den Boss zu kämpfen, weil ihr dann A nicht das Problem habt, dass der Boss viel mehr Leben hat und B eure Kollegen nicht sterben, weil ihr auf euch alleine gestellt seid. Das ist natürlich etwas schwieriger, weil ihr dann auch den ganzen Schaden fresst. Bedeutet, im schlimmsten Fall sterbt ihr hier ein oder zweimal. Aber weil der Gegner viel weniger Leben hat und weil ihr euch nicht um eure anderen, um die Kollegen kümmern müsst, könnte es sein, dass das für euch sehr viel einfacher ist. Wenn ihr also jetzt hier alleine seid, ihr habt die Attribute hochgemacht mit Eis und dem Feuerschaden auf eure Waffe drauf, solltet ihr zumindest mal die Leichenbraut jetzt in dem Fall einfacher schaffen, als wenn ihr diese drei, vier Tipps nicht befolgt habt. Für mich ist das natürlich ein bisschen witzlos, weil ich natürlich schon eine Level 80er Waffe habe und ich die sowieso solo spielen kann. Aber ihr solltet das eigentlich solo dann auch viel besser hinbekommen, als vielleicht mit NPCs. Ihr könnt es natürlich auch einfach dann ohne, auch mit NPCs weiter versuchen, aber das ist auf jeden Fall mein Tipp, wie ihr es schaffen könnt, diesen oder auch jeden weiteren Boss auch selber zu schaffen. Unabhängig davon hat jeder Boss auch solche, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber solche Teile, die man zerstören kann, womit er dann ein wenig verwundbar wird. Habt ihr es gesehen, ist abgefallen. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr beim Boss immer diese Teile
angreift, womit er dann ja, so gedownt wird. Ich wollte jetzt einmal so weit gehen, bis die Ult kommt, damit ihr einmal seht, worauf ihr achten müsst, wenn diese Ult macht. Dass ihr da auf jeden Fall sofort rausrennt und dann am besten meiner Meinung nach auch wegrennt und wartet, bis die Ult vorbei ist. Ich werde jetzt auch nicht besiegen, sondern warten, dass ihr die Ult einmal zündet. Vielleicht kurz vorher warten. Normalerweise müsstet ihr sie jetzt zünden. Genau, jetzt Immunität. Jetzt könnt ihr, sobald ihr das seht, Immunität. Und diese Kuppel kommt, müsst ihr hier ganz schnell rausgehen aus dieser Kuppel, weil ihr sofort dort drin sterbt. Und dann, mein Tipp, rennt einfach weg, bis die ultimative Attacke da von ihr weg ist. Und versucht gar nicht erst, ihren Arm da zu treffen. Das ist zwar im Solo-Modus sehr viel einfacher, hat nicht mehr so viel Leben, aber ich finde es gerade auf der PlayStation mit dem Controller sehr schwierig, das zu treffen. Killt lieber diese kleinen Eisvögel hier und warte, bis die Ult vorbei ist. Die macht nämlich das Ding nochmal. Und wenn das dann weg ist, dann habt ihr wieder viel einfacheres Spiel, gegen die zu kämpfen. Das dauert auch nicht so lange. Ich glaube, die macht zweimal die Kuppel. Dann sollte der Modus eigentlich auch wieder weg sein. Ihr könnt hier immer schön ausweichen, Ellenring-Style. Und dann sollte die Ult gleich vorbei sein. Ich weiß nicht, ob sie noch ein drittes Mal macht. Ich meine eigentlich nur zweimal. Und Zeit habt ihr auf jeden Fall genug. Ihr seht oben noch 7 Minuten. Ihr werdet natürlich nicht so viel Schaden machen wie ich, aber ihr solltet das in der Zeit dann schon... So, jetzt die Ult vorbei. Dann greift ihr wieder an und dann sollt ihr schaffen. Also, wenn ich jetzt hier den meinen allerhöchsten Boss machen würde und dort die Widerstände und so hoch mache, dann seht ihr, dass das auch solo machbar ist. Oder dann auch mit Kollegen, die ihr dann vielleicht auch ein bisschen carryen könnt. Ich glaube, ich habe gerade gar keinen Reaktor mit, oder? Ja. Aber ja, ich hoffe, euch hat das geholfen. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Zukunft noch mehr zu The First Descent mache, weil das war so ein Thema, das war mir sehr wichtig, weil das echt oft gefragt wurde und da Leute Probleme haben und das mit diesen Tipps nicht wussten, mit den Widerständen und mit dem Solo-Kämpfen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr nichts zu First Descent verpassen wollt, gerne Follow da lassen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt zu verschiedenen Themen, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, würde ich sehr interessieren. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere Video. Ansonsten natürlich, wie immer, würde ich mich über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.